Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge des Tutorials für Prison Architect. Wir haben das letzte Mal haben wir uns angeschaut, was für Schmuggelgüter es gibt. Und da gab es in diesem Intelligence noch die Informanten. Und ich habe gesagt, das ist sehr ausführlich. Da werden wir uns mit einer eigenen Folge beschäftigen. Das ist dieses Mal. Was sind Informanten? Um Informanten erklären zu können, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz vorher mal diese Seite eines ganz normalen Gefangenen an. Wir sehen die Biografie, das heißt, was für ein Level hat er. Wir können diverse Aktionen mit ihm durchführen. Wir können ihn durchsuchen, wir können seine Zelle durchsuchen, wir können den ganzen Zellenblock, wo er wohnt, durchsuchen. Und wir können ihn mit diversen Strafen und auf Dauer mehr oder weniger bestrafen. Wir sehen, für was er sitzt. Wir sehen, er ist 6 Jahre, steht er, muss er für Autodiebstahl sitzen im Knast. Und er hat gesagt, er ist nicht schuldig. Und wir sehen, wie lange er bereits abgesessen hat. Das heißt, der hat 4,5 Jahre bereits war er hier bei uns von 6 Jahren. Zusätzlich sehen wir, wie viel Familie er hat. Wir sehen hier zum Beispiel, er hat eine Ex-Frau, einen Sohn, eine Tochter und noch eine Tochter. Und er ist 62 Jahre alt. Dann sehen wir hier diverse Informationen. Schauen wir uns dann bei einem anderen vielleicht an. Schauen wir, ob wir hier was sehen. Nein. Wo sehen wir was? Suchen wir was? Hier sehen wir zum Beispiel was. Hier sehen wir nichts, weil wir Unknown Reputation haben. Da kommen wir noch dazu. Aber wir haben hier zum Beispiel, weiß ich, dass wir einen haben. Hier haben wir einen, der hat Stoical. Wenn man über diese Leute drüber geht, sieht man diverse Attribute. Hier sehen wir ganz unten Unknown. Hier sehen wir nichts. Hier haben wir nichts. Nix. Nix. Da haben wir zum Beispiel 3. Unter anderem dieses Snitch, was wir schon kennen. Also Spion. Und der ehemalige Gericht. Nein, das habe ich schon wieder vergessen. Police Officer. Genau. Und er ist schnell. Also diverse Eigenschaften. Es gibt einfach diverse Gefangene, wie wir schon gesehen haben, die Eigenschaften haben. Kann eben zum Beispiel Stoical hier bei dem sagt, der wird nicht suppressed im Solitary, in Einzelhaft. Es ist ihm einfach egal. Sehen wir auch schon, der sitzt jetzt hier schon eine ganze Weile hier drinnen. Hat auch schon sehr viele Bedürfnisse, aber suppressed wird er gar nicht. Gut, zu diesen Eigenschaften jetzt. Wie wir sehen, gibt es hier diverse Unknown. Okay. Da gibt es eine ganze Menge, die nicht gut sind. Das heißt, es gibt hier tödlich, es gibt sehr violent, das heißt gewalttätig und so weiter und so fort. Sehr stark gibt es, also eine ganze Reihe an diesen Eigenschaften. Nicht jeder hat das, aber zu einer gewissen Prozentsatz, wenn ein neuer Gefangener kommt, dann hat er diese Eigenschaften. Wobei, je nach Einstufung, also die niedrig- und mittel- und hochstufigen, gibt es unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, dass sie es haben, soweit ich weiß. Hier zum Beispiel, Tim Young hat noch eine Unknown. Wir können ja die Gelben mal hier durchsuchen, die haben nichts. Was hat der? Der hat auch nichts. Die hier sehen wir auch nicht. Da ist auch, schaut nicht danach aus. Also es gibt ein paar, gerade in größeren Gefängnissen, mit eben auch höherstufigeren und höheren, böseren Gefangenen, nimmt das dann doch ordentlich zu. Was hat es jetzt damit auf sich und was hat das alles mit dem Spion zu tun? Um herauszufinden, was die haben, gibt es 2 Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit davon sind jetzt Spione. Das heißt, man kann sich einen, also Informanten, nicht Spione, Spion ist eine Eigenschaft, Entschuldigung, nicht verwechseln, nicht verwirren lassen von mir, Informanten. Um das herauszufinden, kann man einen Informanten sich holen. Und das ist ein bisschen tricky, das ist nicht ganz einfach, wenn man es nicht weiß, wird man nicht so einfach drauf kommen. Und zwar, wenn wir uns nochmal diese Seite jetzt anschauen, gibt es eben dann den Charakter, es gibt hier Experience, da sieht man,
Was hat er zuletzt angestellt? Wie lange ist er schon hier? Was macht er so im Schnitt? Das heißt, man sieht, er schläft, er hat hier das Regime, also den Timetable, geht arbeiten, macht Exercise, hat gut Freizeit, geht in eine Klasse und ist irgendwann eingesperrt gewesen. Gut, kurzzeitig hat er schlechte Laune, normal ist sie sonst normal, eine gute Anzahl und sonst sehr gut gelaunt. Seine Conditions, er hat nichts und er macht ein Programm, die Workshop Safety. Und die Success Chance ist sehr hoch, also er wird es wohl schaffen, ist anzunehmen. Schauen wir uns jemand anderen an, der macht kein Programm, ist eher schlechter gelaunt, war genauso oft gelockdownt, arbeitet wesentlich mehr. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal Condition Nix und da war ein bisschen suppressed, das heißt, er war irgendwann eingesperrt, sieht man schon, Drogen gehabt und Luxusgüter. Ja, okay, soweit so gut und schlussendlich die Beurteilung, die haben wir ja schon kennengelernt. Gut, was hat das jetzt alles mit Informanten zu tun? Um einen Informanten zu bekommen, muss man eine Person haben, die ein paar Bedingungen erfüllt. Und zwar, erstens, diese Person sollte noch eine Weile sitzen. Das heißt, wenn jemand kurz vor der Entlassung steht, wird er nicht drauf einsteigen, dein oder ein Informant zu sein. Warum? Ein Informant lebt gefährlich. Wenn die Mitgefangenen draufkommen, dass er ein Informant ist und ihn entdecken, enttarnen, dann werden sie ihn wohl umbringen oder ihm zumindest schreckliche Dinge antun, sagen wir es mal so. Dementsprechend sind die Leute nicht zwingend gewillt, Informanten zu werden. Deswegen, sie müssen noch lange sitzen, damit sie drauf einsteigen. Warum? Weil sie der Bonus ist, sie werden früher entlassen, kriegen bessere Bedingungen, also sie erkaufen sich quasi Sachen, bessere Zustände, dadurch, dass sie kooperieren. So, wie funktioniert das jetzt, einen Informant zu bekommen? Wir sehen hier einige Leute in dieser Solitary-Zelle, in diesen Einzelhaftzellen, weil ich habe, wie wir ja schon kennengelernt haben, in unserer Gefängnis-Policy, in den Regeln, habe ich hier überall Solitary-Einzelhaft eingestellt, und zwar 10 Stunden für jede Sache. Hab dann natürlich einen Shakedown gemacht, eine Razzia und habe eine ganze Menge Leute eingesperrt auf die Art. Warum? Um jemand so weit zu bekommen, dass er Informant wird, muss er eben ein paar Bedingungen erfüllen, wie eben, er muss lange sitzen, er muss eventuelle Familie, es gibt einfach Faktoren, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand bereit ist, Informant zu werden, wie eben auch Familie, die er wieder sehen will, und so weiter und so fort. Genau. Zusätzlich muss derjenige in Einzelhaft sitzen. Nur Gefangene in Einzelhaft können überhaupt dazu bewegt werden, Informanten zu werden. Deswegen sitzen hier einige. Wenn wir jetzt nämlich hier zum Beispiel ihn anschauen, er hat noch sehr lange, er hat noch sehr, sehr lange. Schauen wir uns einen an, der nicht so lange hat. Vielleicht finden wir hier einen. Er hat relativ kurz noch. Er hat 3 Jahre. Wie lange hat er noch? Er hat noch wesentlich länger. Also 3 Jahre. Schaut er mal ja ganz gut aus. Ja, das sind auch noch 2 Jahre. Können ja mal bei ihm schauen. Wenn man jetzt nämlich hier in die Charaktereigenschaften sieht. Er zum Beispiel ist nicht bereit, Informant zu werden. Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, je jünger sie sind, glaube ich, desto weniger bereit sind sie. Weiß ich aber nicht. So, schauen wir bei ihm. Nein, er ist es auch nicht. Wie schaut's aus jetzt, wenn wir jemanden haben? Ich weiß, dass er zum Beispiel, er hat jetzt noch gute 6 Jahre. Wobei, wir können auch ihn anschauen. Er müsste ja auch drauf einsteigen. Schauen wir mal. Nein, er steigt nicht drauf ein. Sie müssen auf jeden Fall suppressed sein. Und je mehr Bedürfnisse sie haben, Needs da in dem Fall, desto eher. Bei ihm weiß ich, dass er es macht. Ich habe schon geschaut. Bei ihm weiß ich es. Und bei ihm auch weiß ich es auch. Die beiden sind bereit dazu. Und das sieht man dann, wenn man hier auf... Oh, Entschuldigung, falscher Knopf immer. Dann schauen wir doch nochmal bei ihm. Experience. Doch, er wird auch zum Beispiel, er wäre auch bereit. Also wenn man hier bei einem, der hier in Einzelhaft sitzt, auf dieses Experience klickt, sieht man hier, man kann ihn als Informanten
rekrutieren. Das geht nicht bei allen. Hier zum Beispiel, er ist nicht bereit dazu. Ihm geht es noch zu gut oder wie auch immer. Er hat diverse andere Gründe, warum er es nicht macht. Insane Serial Killer. Eine Ex-Frau und ja. Also es ist nicht immer ganz klar. Man muss da ein bisschen probieren, aber er zum Beispiel ist auch... Es kommt auch sehr darauf an, wie lange sie noch in Einzelhaft sitzen. Er zum Beispiel 7 Stunden. 7 Stunden, 7 Stunden. Da sind alle mit 7 Stunden, er sogar nur 2 Stunden. Tatsache ist allerdings, dass man auf diese Art jetzt Informanten kriegt. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, bei ihm, was auch immer, nehmen wir ihn jetzt mal her. Wobei, nehmen wir jemanden, der länger bleibt. Er bleibt noch länger. Er ist auch bereit. Nehmen wir ihn. Das heißt, wir sagen, wir nehmen ihn und jetzt wird er als zuverlässiger Informant ausgewählt. Genauso wie ihn zum Beispiel. Und nehmen wir ihn halt auch noch. Macht ja nichts. Wir können ja einfach ein paar nehmen. So, er glaube ich macht nicht mit. Genau, weil macht er mit? Er macht auch nicht mit. Er macht glaube ich auch nicht mit. Genau. Er macht auch nicht mit. Naja, haben wir ihn jetzt schon? Nein, machen wir ihn noch. So, was passiert jetzt mit denen? Das heißt, wenn wir jetzt vorspulen, die sind jetzt, die hatten alle noch Solitary zu abzusitzen. Müssen sie jetzt nicht mehr. Jetzt kommt eine Wache und bringt die weg. Und zwar, wenn wir es jetzt verfolgen, hier irgendwo hin. Das heißt, in ihre Zellen zurück, der kommt hier hin und ist jetzt frei. Das heißt, er hat sich damit freigekauft, dass er jetzt Informant ist. Und wenn wir jetzt hier schauen, in das, wo wir vorher waren, Informanten, sehen wir jetzt hier unsere Informanten. Und wir sehen auch neue Werte. Das heißt, wir haben den Namen, wir können hin zu den jeweiligen. Wir sehen hier unter Informanten auch, wer noch bereit dazu wäre. Und da sehen wir auch hier, nur der ist bereit. Und wir sehen hier zum Beispiel auch überall die Leute mit den Eigenschaften. Das heißt, wir sehen zum Beispiel hier die Fragezeichen, wo wir es noch nicht wissen. Und wir sehen die natürlich auch, die wir wissen. Aber schauen wir uns jetzt nochmal diese Liste an. Abgesehen vom Namen haben wir den ersten Wert, den wir sehen, ist Coverage. Coverage bedeutet, wie viel oder gibt an, wie sehr sich dieser Gefangene im Umfeld seiner Gefangenen auskennt. Das heißt, je höher der Wert ist, desto mehr kennt dieser Gefangene andere Gefangene und desto wichtiger oder besser ist er als Quelle, um was herauszufinden. Die, die einfach sehr niedrige Werte haben, kennen sich sehr wenig aus, von denen kann man nicht viel erfahren. So ungefähr könnte man es ausdrücken. Suspicion ist der Verdacht im Deutschen, das ist der Wert, wie sehr andere denjenigen bereits verdächtigen, ein Informant zu sein. Und das letzte ist der Status. Der Status ist der, wie der Informant gerade, was der Status einfach des Informanten ist. In dem Fall sind sie alle eitel, sie tun alle nichts. Das heißt, sie tun ganz normal wie normale Gefangene. Verhalten sich nicht anders. Okay. So, da sehen wir schon, da gibt es wieder neue GBS. Wir können die ja alle mal rekrutieren. Und dann mal schauen, was wir jetzt neu gekriegt haben. Ja, da haben wir zum Beispiel einen neuen, den da hinten, der war wert 22. So, jetzt werden wir mal Folgendes machen. Wir werden jetzt, wir sehen hier unten nämlich noch was, Coverage 0. Das heißt, und wir kennen von unserem Gefängnis eigentlich 0%. Und wir können das jetzt erhöhen. Und zwar unter folgender Art und Weise. Wir müssen diese Leute aktivieren. Das heißt, ich werde jetzt gerade diese drei, die hier, ich werde jetzt kurz vorspulen, damit der dritte auch noch entlassen wird, von der Wache weggebracht wird. Sobald wir das haben, so, jetzt sind sie alle frei, werden wir jetzt unsere drei besten Informanten hernehmen. Wobei, der wird gerade abgeführt. Wohin wird der abgeführt? Irgendwohin.
Wohin wirst du abgeführt? Der wird schon wieder in die Einzelhaft gesteckt, glaube ich. Macht nichts. Wir machen das jetzt trotzdem. Wir probieren das. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn er gerade am Weg in die Einzelhaft ist. Oh, da haben wir noch einen. Nehmen wir den auch noch mit. Vielleicht hat der auch noch was. Ja, der wird zwar schon verdächtigt, aber macht nichts. So, wir aktivieren jetzt hier unsere besten Informanten. Und wie wir sehen, der Verdacht steigt sofort. Und sämtliche, die wir jetzt aktiviert haben, werden jetzt von Wachen abgeholt. Beziehungsweise, glaube ich, gehen sogar selber. Oder werden sie abgeholt? Nein, sie werden abgeholt. Zumindest der eine wird hier offensichtlich abgeholt. Genau, der andere, der jetzt nicht abgeholt wurde, den haben wir nicht einberufen quasi. Und wenn wir das jetzt verfolgen, die werden jetzt alle weggebracht. Und zwar in unser Verhörzimmer, in unsere Hauptzentrale, wenn man so will, wo alles zusammenläuft, in die Security-Zentrale. Und solange die jetzt hier drin sitzen, solange die aktiv sind, sitzen die jetzt hier drinnen. Und jetzt sehen wir schon, der ist active, der auch. Und die sind noch am Weg, wo auch immer sie jetzt gerade hingebracht werden. Und solange die jetzt da sitzen und aktiv sind, hat sich gerade unsere Coverage, das Ganze erhöht, um diesen Wert. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier schon was. Wir sehen hier dieses Zielkreuz. Und wir sehen, warum. Das heißt, wir sehen, dieses Zielkreuz gibt uns jetzt die Information, okay, der ist ein Ziel. Den wollen sie umbringen. Das ist, irgendwer hat das Ziel oder irgendwelche anderen Leute haben das Ziel, den umzubringen. Gut, zusätzlich haben wir jetzt eventuell, wir haben das Fearless, hatten wir noch nicht zum Beispiel. Das heißt, auch das haben wir jetzt gekriegt, dadurch, dass wir hier diese Überwachung gestartet haben, haben wir das angezeigt. Und wir sehen hier zum Beispiel das Gift hier und hier sehen wir zum Beispiel Alkohol. Das sind Dinge, die wir wissen, weil das die Informanten uns gerade jetzt als sagen. Die haben das Wissen dazu und teilen das. Wenn wir allerdings, da muss man jetzt aufpassen, weil wenn man jetzt diese Sachen findet, steigt hier deren Verdacht massiv an. Das heißt, da muss man aufpassen, man weiß zwar, was im Umlauf ist jetzt und man weiß eben, diverse Eigenschaften erfährt man auf diese Art, aber man muss aufpassen, dass diese Leute nicht auffliegen. Und wo auch immer die jetzt noch immer hingehen. Wieso bringt der den nicht rein? Verstehe es noch nicht. Okay, schauen wir noch einmal, ob sie sie jetzt hinbringen. Weil eben sich der Wert dadurch erhöht. Und ich will diesen Wert jetzt, um euch das zu zeigen, jetzt wieder reingebracht. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Oder ob jetzt wieder rausgebracht wird. Nein, jetzt haben wir 3. Unser Wert ist auf 42% gestiegen. Wir haben einen Toten. So, jetzt ist unser Wert auf 50 und unser Informant, den wir vorher gesehen haben, erstens, er ist entdeckt und er wurde umgebracht. Das haben wir ja schon gewusst, dass er umgebracht werden soll. Jetzt ist er aber wirklich weg. Und jetzt sehen wir aber auch wesentlich mehr. Wir haben jetzt diese 50%. Vorher kannten wir nur das da. Jetzt sehen wir hier diese zwei neu. Wir sehen das Handy hier neu. Schauen wir mal, ob wir sonstige Eigenschaften irgendwie gerade neu sehen. Das Fearless kennen wir, das ist noch Fragezeichen. Und hier sehen wir auch noch nichts. Okay, haben wir noch nicht viel mehr, aber wir wissen jetzt, zumindest 50% haben wir erreicht. Gut, in dem Fall können wir sie dann wieder deaktivieren, dann werden sie wieder in ihre Zellen zurückgebracht. Aber wir sehen schon, die Werte sind trotzdem höher. So, den können wir jetzt entfernen. Der ist tot, der ist weg. Und auf diese Art kann man bis zu 100% dann kriegen. Also 22 sind gar nicht so die Mega-Werte. Also da gibt es durchaus Leute, die, je länger sie dabei sind, natürlich desto mehr kennen sie sich im Gefängnis aus, desto höher ist natürlich ihr Wert. Und auf diese Art findet man mit der Zeit heraus, was diese Werte sind und was die sind. Und damit kann man sich eben rausfinden, welche vielleicht besonders gefährlich sind, welche, wie man aufpassen muss, wer jetzt, damit kann man auch erst oft rausfinden, wer in diese Custody kommen muss, in die Schutzhaft,
wer jetzt tatsächlich ein Spion ist, auch das erfährt man nicht zwingend sofort. Das muss man auch auf diese Art rausfinden. Gut. Die bleiben jetzt so lange, wie sie sind. Und theoretisch, wenn sie irgendwann auflegen, sind sie das Ziel von den anderen. Das heißt, die werden dann auch ziemlich schnell umgebracht. Wenn man sie zu oft nämlich aktiviert, ist das immer wieder verdächtigt. Und wenn man eben Sachen findet, wir können es ja kurz mal probieren. Wir wissen ja jetzt ein paar Sachen oder wir wussten ein paar, wenn wir das jetzt alles durchsuchen, ob dann irgendwie diese Werte steigen. Weiß nicht, ob der jetzt gerade gestiegen ist oder nicht. Habe jetzt nicht aufgepasst. Aber da muss man auf jeden Fall sehr aufpassen. Wenn man es zumindest, wenn man es macht, während. Man kann ja manuell Sachen untersuchen, indem man einfach, glaube ich, draufklickt. Genau, Search. Kann man, glaube ich, hier auch machen mit diesen Kisten. Genau. Wenn man jetzt diese Sachen durchsucht oder diese Leute, die halt hier was haben, während die nämlich aktiv sind, dann wird da steigert das auf jeden Fall die den Verdacht gegen diese Leute, die halt gerade abgeführt wurden. Muss man aufpassen ein bisschen. Gut. Das zweite, was es noch gibt, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen ins nächste Thema, gehen wir von hier mal wieder weg, von den Informanten, kommen wir nämlich jetzt zu den Utilities. Und zwar, alle diese Utilities haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar das was, dass sie hier, so da, dass sie in dieses Zimmer kommen, in diesen Raum. Dieser Raum ist dieses Security-Zimmer und hier drinnen, ich habe jetzt hier ein Phone-Tab, das ist ein Abhörgerät für Telefone. Und dieses, jetzt kann ich hier, theoretisch könnte ich hier Verbindungen machen, mache ich aber nicht, sondern ich gehe in Intelligence, glaube ich, ist es. Nein, wo ist es? Das muss ich jetzt rausfinden, erst wo das ist. Utilities. Und kann das jetzt connect? Nein, oder? Genau. Mit diesem Connect kann ich jetzt zum Beispiel hier oben habe ich jetzt Telefone. Und jetzt kann ich hier sagen, von dem da unten will ich es hier hin. Von dem will ich es wieder hier hin. Das ist ein bisschen mühsam, weil man das eben so einzeln machen muss. Man kann es natürlich so über die Karte machen. Dann von hier hier runter. Von hier zu dem da, von dem zu dem da, zu dem zu dem. Ich vernetze die jetzt geschwind alle. Eins noch. Und theoretisch, so, dann habe ich die alle. Und jetzt haben wir hier vier noch, auf der hier drinnen. Mache ich die noch fertig und jetzt sind alle Telefone angezapft. Was bedeutet das? Das bedeutet jetzt, dass hier immer einer dran steht, wenn in diesem Raum jemand ist. Wenn nicht, dann kommt jemand hierher. Das ist wie eine Station. Und der ist jetzt hier dran. Und der hört ab alle Gespräche, die an diesen Telefonen geführt werden. Nachdem jetzt noch nichts passiert, ist es relativ egal. Aber über diese Art und Weise erhöht sich ebenfalls, soweit ich das weiß, diese Coverage zum Teil. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, der Verdacht ist hier runtergegangen, weil hier nichts passiert ist. Und eben, wenn jetzt hier jemand telefoniert, erfahren wir mehr über diese Person. Das heißt, über deren Eigenschaften können wir da erfahren. Beziehungsweise diverse andere Sachen. Also einfach, es ist ein Zusatz, also soweit ich das mitbekommen habe, verstanden habe, sind die Informanten ein bisschen in die ähnlich wie das da. Nur sind die Informanten besser und komplexer als System. Aber durch das Anzapfen, wie gesagt, erfährt man da ein paar neue Sachen. So, und ich warte jetzt nur ab ein bisschen, bis die Freizeit ist. Jetzt ist Freizeit, ob jemand telefonieren geht. So, hier telefoniert niemand. Da oben war, glaube ich, schon jemand telefoniert. Die rennen nur im Kreis. Der telefoniert. Und theoretisch würde man eben über diese Personen, die jetzt hier telefonieren,
Zum Beispiel Velotail, das kannten wir, glaube ich, noch nicht. Und das erfährt man zum Teil über dann Telefonate. Solange hier jemand dasteht. Das ist wichtig. Gut, Clear Connections macht eh klar, das können alle Verbindungen gehen damit weg. Und eben, wenn ich drüber gehe, sehe ich sofort, wo was hinführt. Genau. Genauso kann ich hier, wenn ich da drüber gehe, sehe ich sämtliche Kabel. Das sind nämlich nicht die einzigen, die es gibt. Aber wenn ich das habe, kann ich hier mir die anzeigen. Und theoretisch kann ich hier auch diese alle, soweit ich weiß, zusammenfügen irgendwie. Ich weiß nicht, wie das ging. Das habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Wie ging das? Wie ging das? Man konnte die... Oder kann ich die irgendwie mehrfach markieren? Gute Frage. Ziehen kann ich sie nicht. Ich kann hier Punkte platzieren. Aber was kann ich mit den Punkten machen? Weiß ich nicht. Kann ich euch jetzt nicht erklären. Man kann die nämlich dieses Tidy Wires... Wired connects to other wired objects. Mit dem kann man nämlich diese Kabel verbinden. Also die kann man schön säuberlich, dass sie nicht so wie hier jetzt, wie es hier ist, quer über alles drüber ist, sondern man kann die schön zu Strängen zusammenfassen. Wobei ich eben nicht wüsste gerade, wie das jetzt gerade funktioniert, ehrlich gesagt. Vielleicht musste ich das da vorher machen. Also ich kann die jetzt hier alle zwar so machen, aber bringt mir halt nicht viel. Ich glaube, ich müsste die jetzt dann... Ich glaube, ich könnte hier jetzt einen Knopf setzen, zum Beispiel den hier. Und jetzt kann ich sagen, verbinde mich mit dem Knopf. Nee. Irgendwie hat er jetzt gerade was gemacht, aber ich wüsste nicht was. Okay, kann ich euch einfach nicht sagen. Also mit dem könnte man es auf jeden Fall aufräumen. Gut. Soll man noch? Machen wir die noch schnell. Das wird jetzt ein bisschen überlängig. Ich gehe jetzt den Rest hier auch noch durch. Und zwar. Das kann ich euch nicht erklären, das Licht. Aber was ich euch erklären kann, sind die auf jeden Fall. Die sind relativ leicht. Man kann überall, wir kennen ja diesen Fog of War. Das heißt, wir wissen, dass wir manche Dinge nicht sehen. Als Beispiel, hier hinten haben wir keine Wache, hier sehen wir nichts. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in die Utilities gehen und hier eine Kamera, und zwar wichtig, richtig platzieren, dass sie in die richtige Richtung schaut, dann haben wir hier eine Türe drinnen, einfach so, okay, die kommt mal weg. Dann können wir ebenfalls hier in den Utilities, haben wir hier einen CCTV-Monitor, während wir das diese CCTVs sind. Das Ding kommt ebenfalls hier in dieses Security-Zimmer rein. Und jetzt können wir nämlich hier genau dasselbe machen. Wir connecten von hier weg. Ach so, das ist noch nicht gebaut. Okay, dann bauen wir mal. So. Das braucht Strom, aber macht ihr nichts, weil wir verbinden jetzt den da mit dieser Kamera. Das ist eine Videokamera. Und jetzt sehen wir dann, hoffentlich, dass die verbunden sind. Genau. Sind schon verbunden. So, Strom hat's noch nicht. Dann machen wir geschwind noch den Strom. Machen wir ihn einfach darunter jetzt durch die Wand durch.
So. Und auch jetzt kommt hier eine Person hin. Und wir sehen, wo wir vorher nichts gesehen haben, sehen wir jetzt hier diesen Blick. Ich meine, wir haben hier kein Licht. Das ist der Grund, warum wir hier nichts sehen. Das ist wesentlich ein anderes Problem eigentlich, um genau zu sein. Dementsprechend war das vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Wo sehen wir noch nichts? Da ist zum Beispiel da Licht oder keins? Schauen wir mal, ob da Licht ist. Doch, da ist auch Licht. Also ich glaube, wir sehen in unserem... Da zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein typischer... Oder hier, da unten sieht man schön. Nur da, wo wir sehen, sehen wir was. Dem Bereich, da erkennen wir nichts. Das ist ein besseres Beispiel. Wenn wir jetzt hier eine Kamera hinsetzen, schön zu schauen, in welche Richtung sie schaut. So, jetzt schaut sie in die Richtung. Und wenn wir die jetzt verbinden... Mit dem sagt sie noch inactive, müsste aber eigentlich, glaube ich, sobald hier eine Person arbeitet oder auch nicht. Ich will, dass du... Hallo? Hallo? Ich habe den doch verbunden, oder? Genau, der ist verbunden. Eigentlich sollte der jetzt, jetzt hat er's. Warum auch immer es jetzt gedauert hat, jetzt hat er die Verbindung zweimal. Aber macht ja jetzt nichts. So, wenn wir jetzt nämlich rausgehen, sehen wir, egal, genau dort, wo die hinschaut, dort sehen wir den Bereich wieder. Das heißt... Überall dort, wo wir derzeit was sehen, weil wir eine Wache stehen haben. Und das sind zum Beispiel, diese drei Bereiche sind ein gutes Beispiel. Ich nehme mal diese Wachen hier weg. Das heißt, die verschwinden jetzt von hier. Und in dem Moment, wo sie hier rausgehen, wird das immer dunkler. Lassen wir es ein bisschen vorlaufen. Und dann werden wir gleich sehen, sobald das sich hier abgedatet hat, verlieren wir die Sicht auf, genauso wie hier unten, auf diesen Bereich. Wenn sie nicht dauernd hier reinlaufen. Und auf diese Art auf jeden Fall, das gilt für viele Zimmer, das gilt auch fürs Klassenzimmer, wenn dort niemand patrouilliert, es gilt eigentlich für so ziemlich alle Bereiche, wo niemand patrouilliert, kann man sich eben über diese Kameras, kann man sich behelfen, dass man trotzdem was sieht. Jetzt sehen wir es zum Beispiel Library, schaut auch wieder leer aus. Und hier kommt auch wieder der Nebel. Und in diese Bereiche, erst wenn die Wache kommt, sehen wir es wieder, dann dauert es wieder ein bisschen und dann geht das immer so hin und her. Und mit diesen Kameras kann man einfach mit einer einzigen Wache und Person das ganze Gefängnis im Auge behalten. Gut, wir haben hier das Problem mit diesen Türen kennengelernt. Wir werden jetzt hier ein bisschen was Neues machen. Wir werden jetzt diese Türe ausbauen und hier folgendes Neues einbauen. Auch hier gibt es einen Gimmick, und zwar wir haben hier einen Door-Servo und eine automatische Türe. Beziehungsweise wir haben hier diverse andere Sachen. Aber wichtig ist einmal, wir haben hier einen Door-Servo. Ich glaube, so baut man ihn hin. So. Und unter Objekte haben wir eine automatische Türe, eine Remote-Door. Allerdings nur einfach. Und diese kommt jetzt, glaube ich, hier hin. Genau. Und theoretisch können wir jetzt hier noch eine hinmachen. Und auch hier wieder einen Servo. Diesmal allerdings in die Richtung. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich, so geht's, oder? Geht das nicht? Vielleicht muss ich den zuvor. Vielleicht muss ich den erst machen. Das heißt, noch einmal weg mit dir. So, und was sagt der? Okay. Irgendwie mache ich es gerade falsch. Ach so, Moment, klar. Den muss ich wiederum verbinden zu...
zu. Da gibt es jetzt auch ein Tool. Also es gibt Timer, die machen dann auf Timer. Es gibt Knöpfe. Das ist das zum Beispiel. Die machen es, da kann man dann einen Knopf drücken. Und dann geht die Türe auf. Also eine Druckplatte. Und hier gibt es das Door-Control-System. Genau das habe ich gesucht. Das ist so wie die anderen beiden. Das baut man, braucht natürlich wieder Strom. Und jetzt kann man das nämlich verbinden, zum Beispiel mit diesem Servo. Und jetzt müsste eigentlich der arbeiten. Eigentlich. Strom. Okay. Dann Strom. Probieren wir mal, ob es geht, wenn Strom da ist. Genau. Und jetzt sehen wir schon, diese Türe ist jetzt aufgegangen. Und jetzt können wir das nochmal probieren in die andere, ob es jetzt auf beide Seiten geht, zweiseitig. Nein. Das lässt er mich nicht. Offensichtlich wegen dem schon. Ich könnte jetzt natürlich, und ich mache das jetzt einfach aus Demonstrationszwecken, ich mache jetzt hier eine Wand. So, und jetzt geht es nur noch hier durch. Und wir sehen jetzt, dass keine Wache muss mehr hierher. Die Tür geht zu und geht dann wieder auf. Allerdings nur solange die verbunden ist und diese Wache hier ist. Sobald die weggeht, geht diese Türe nicht mehr auf. Man kann diese Servos, auch verbinden. Zum Beispiel, wir können ja jetzt mal das hier mal testweise, bauen wir die kurz hier ein. Und zwar, wir bauen wieder einen Servo ein, wir richten den in die richtige Richtung, das heißt so, dass das Rad dort ist, wo die Tür hingehört. Und machen jetzt hier diese Türe, diese automatische. So. Und diese Türe ist jetzt nirgends angeschlossen. Die ist jetzt nur offen, solange noch dieses Ding ist. Und sobald die weg ist, ist die weg. Geht sie zu. So, wir werden jetzt hier eine Druckplatte machen zum Beispiel. Oder eine, was ist das? Das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht. Es gibt irgendwo, gibt's... Nein, das will ich eigentlich alles gerade nicht. Ich will einen Knopf. Irgendwo gibt es hier eine Möglichkeit, dass man diese Türe an einen Knopf macht. Also ich kann natürlich zum Beispiel hier eine Druckplatte jetzt einbauen. Hier. Und die jetzt verbinden. Das heißt, ich kann die Druckplatte zu diesem Servo. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand auf diese Druckplatte steigt, geht diese Tür auf. Sehen wir auch jetzt dieses rotes Licht, sie wird zugehen. Und bleibt jetzt hier zu, so lange, bis jemand auf diese Druckplatte steigt. Und wenn ich mich nicht täusche, das letzte, was wir hier gehabt haben, was noch interessant ist, dieses Licht jetzt. Ich kann hier ein Licht machen. Und auch das kann ich jetzt verbinden mit dem zum Beispiel. Sehen wir, rot, geht nicht auf. Sobald hier jemand reinkommt und hier hinten, nicht mal bei den Wachen muss man schauen, muss man dazu sagen. Sobald jetzt dieser Putztrupp oder hier was anderes hier hinsteigt, wird diese Tür aufgehen. So, jetzt ist grün und alle können rein. Wobei der Start das Licht, weiß ich nicht, ob das hier hinkommt oder hier hin. Das ist, glaube ich, eine optische Sache. Das letzte, was es noch gäbe, nur aus Prinzip, ist ein Timer. Das heißt, ich kann hier was auch immer irgendwie hinstellen. Braucht natürlich jetzt auch wieder Strom. Und könnte jetzt, wenn ich das zum Beispiel abreiße und das abreiße, kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, Besuchszeiten sind von, oder was auch immer, ich möchte es offen haben.
führen und man kann eben alles Mögliche jetzt hier einstellen und ich könnte jetzt sagen, jetzt ist es zum Beispiel offen und in der Zeit, in der anderen ist es zu. Und das kann ich jetzt genauso wieder über diese Verbindung mit dem zum Beispiel machen und damit ist die jetzt die ganze Zeit offen, zumindest solange hier offen drin steht. Genau. Und eigentlich dachte ich aber wirklich, dass es irgendwo noch einen ganz einfachen Knopf gibt. Nicht diese Druckplatte, sondern einen einfachen Druckknopf. Macht aber nichts. Man kann auf jeden Fall diese Sachen also an diverse Art und Weise anschließen. So, wir können das auch wieder abbauen. Jetzt geht die Türe wieder zu. Und im Normalfall wird man es so machen, dass man diese Türen an dieses Türsystem anhängt. Und solange da jemand steht, wird diese Tür immer aufgehen, wenn jemand kommt. Außer man hat es nicht richtig angeschlossen. Die ist rot. Und wieso kriegt die andere keins? Die funktioniert wunderbar. Die funktioniert nicht. Okay. Kann ich euch jetzt auch nicht ganz genau sagen, warum es so ist. Eigentlich sollte sie jetzt aufgehen. Ich kann sie natürlich manuell aufmachen, aber eigentlich sollte sie von alleine geöffnet werden. Über diesen Servo. Habe ich den eh? So, nochmal. Den verbinde ich mit dem hier. Nein. Da will mir der Sicherheitswachmann offensichtlich will der hier nicht aufmachen. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Okay, ist aber auch egal. An sich so funktioniert es. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Fehler ist. Kann ich euch gerade auch nicht sagen, warum die nicht funktionieren will. Vielleicht habe ich sie auch irgendwie falsch platziert. Ich weiß es nicht. Könnte sie eventuell nochmal setzen. Aber theoretisch, das wäre der Weg, wie es funktioniert. Bei der sieht man es recht gut, dass es funktioniert. Immer wenn die ein Signal braucht, kriegt sie von hier ein Signal und geht wieder auf. Gut, Überlänge, zu lang, aber ich glaube, damit habe ich mal fast alles. Ich glaube, eine mache ich noch eine Folge mit allgemeinen Tipps und Tricks und alles, was ich halt sonst noch jetzt vergessen habe in all den Folgen. Aber im Grunde war es das, glaube ich, von allem, was mir jetzt einmal spontan eingefallen ist. Ja, dementsprechend eine Folge mache ich jetzt noch eine letzte und dann war es das, dann bin ich fertig. Wie immer am Ende, alles Liebe, alles Gute und tschüss.